Granate, das ist nicht so nice. So. Okay. So. Okay. Läuft bei uns hier. So, ich hoffe, hier gibt es keine. Okay, hier gibt es nichts mehr. Dann würde ich sagen, wir laufen mal hier nach oben, ne? Aber Avitus muss sich halt hier schon wieder aufstellen. Jetzt sagen, bevor die Tilgung beginnt. Okay, ja. Das ist jetzt noch der Kampf. Das heißt, für ihn, er geht hier kurz mal in die Station, um Nachschub zu holen. Da kommt er auch schon. So, und jetzt hat Hammer alles. Das heißt, Avitus stellt sich hier auf. Nehmt eure Stellungen ein. Kommando. Neu positionieren. So. Seid wachsam. So, und Rainer geht nach vorne. Ich komm über euch. Ihr werdet immer unter meiner Füße sein. Abrücken zum Töten. Nichts kann euch retten. Lasst ihn nicht entkommen. So. So. Stirb. Ja, egal. Ja, der sollte sich ein bisschen zu uns. Hahaha. Zeigt ihnen Zorn. Boom. Das dürfte ihnen den Rest geben jetzt. Das war's hier. Warte schon, er haut nochmal ab nach oben. Noch eine tote Grünhaut. Da stirbt man. Macht euch bereit für den Abzug. Ja, läuft. Dieser Sieg wird lange in den Ruhmeshallen geehrt werden. Yes! Ja. Jetzt gibt's auch Ranking. Und ja, wir haben ein bisschen länger gebraucht. Egal, wir haben überdurchschnittliche Gesamtleistung, das passt schon. Und wir haben jede Menge neue Sachen bekommen. Das auch ein schönes neues Scharfschützengewehr, das freut mich. Ja, dann schauen wir mal gleich ein. Na, das müssen wir eine Mission, eine halbe Stunde, das läuft. Wir werden noch herausfinden, wer diesen Ork-Mob stärkt. Ich entsende ein Team, das die Überreste der Orks nach Hinweisen durchsucht, wer sie aufwiegelt. Haben wir irgendwelche zusätzlichen Informationen vom Nachbarsektor erhalten, Captain? Nein. Der Kontakt dorthin ist vollständig abgebrochen. Was könnte das Kommunikationsnetzwerk eines ganzen Sektors wohl in wenigen Tagen lahmlegen? Das müssen wir noch untersuchen. Aber die Verteidigung von Calderis hat Vorrang. Kommandant! Beginnen Sie Ihren Einsatz auf der Oberfläche, sobald Ihre Trupps bereit sind. Jawohl. Steht dann hier noch eins aus.
Okay. So, und für den ist nur die verbesserte Boltpistole von Belang. So, und dann hat er hier Gesundheit, Energie oder Fernkampfschaden. Das interessiert uns nicht. Wir brauchen das. Und dann seht ihr schon, Alter, geil, nice. Neue Schulterpanzerung. Und auch neue Sachen hier dran. Seht ihr? Wenn wir zurücknehmen. Zack. Dann kriegt er ein paar Deacles drauf und so. Nicht schlecht. Und. Ah, okay. Okay, okay. Ja, er ist aber der dedizierte Heiler hier in diesem Team. Während Sie beim Nahkampf einen Spezialausrüstung können Sie mit einer Nutzung, die für zusätzlichen Schaden sorgt. Ja, ja, warum nicht? Warum nicht? So, Tarkus. Ja, den können wir jetzt nur die Servo-Rüstung geben. Ja. Man kriegt auch ein paar Deacles dazu, aber nichts Nices wirklich. So, jetzt kann er Taranteln einsetzen, das ist nice. Und ja, das brauchen wir nicht. Ich denke, wir machen das hier rein. Genau, so. Avitus. Er hat nur jetzt hier verbesserte Servorüstung. Schweren Bolter haben wir hier nichts. Und das sind der Astrotrupp, das heißt, die sind nur mit schweren Boltern unterwegs. Und ja. So, da erhöhen wir mal die Angriffskraft. So. Und. Ah, okay, er muss Stufe 4 sein für das Scharfschützengewehr. Das ist, ja. Dafür hat er eine geile Stealth-Waffe. Jawohl. Läuft bei ihm. So. Schöne Schrotflinte. Das passt doch. Und. Jo. Da machen wir mal Distanzschaden da rein. So. Okidoki. Dann sind wir ja komplett fertig. Kommandant, und dann legen wir die nächste Mission los. Ein wertvolles Ziel angegriffen. Ein mächtiger Ork-Anführer namens Darmreißer führt den Angriff an. Aber jemand muss ihm das Ziel gezeigt haben. Wahrscheinlich weiß er das selbst nicht einmal. Nehmen Sie Ihre Trupps und eliminieren Sie diesen Kerl, bevor er noch mehr Schaden anrichtet. Achten Sie auf Hinweise darauf, wer ihn vielleicht manipuliert haben könnte. Ja. Hier steht Bestie, aber okay. Ja. Dann entsenden wir uns mal. Tag 4 in Dawn of War 2. Ziel Darmreis an Kaldeus. Und jetzt erfahren wir mehr über Sergeant Avitus, dem Devastator-Trupp. Und zwar, Avitus ist Spezialist für schwere Waffen und kann in kurzer Zeit einen gewaltigen Kugelhagel loslassen. Sein Devastator-Trupp lässt selten Überlebende zurück. Avitus, der in zahllosen blutigen Schlachten zum Veteran wurde, führt als seine stärkste Waffe seinen Zorn. Seine kochende Wut ist jedoch auch fern vom Schlachtfeld kaum im Zaun zu halten und die Mitglieder seines Trupps sind bekannt für ihre Witze, da sie Avitus mehr fürchten als den Feind. Aha. Das ist ein Viech. Ein großes Viech. Ja, wir kriegen nochmal so ein schönes Blick über unser tolles Gebiet. Und ja, dann legen wir mal los, ne? Und, ja. Darmreißers Position ist auf Ihrer Karte markiert, Kommandant.
Sie werden sich durch die Orks kämpfen müssen, die ihn verteidigen. Upsala. Das wollte ich nicht. So. Ziel bestätigt. Ab damit. So, die zwei Fronten kriegen wir mal gerade. Alter! Hier mal Leben verlieren. So. Ich bekriege sie immer noch. Ah ja, kein Problem. So, okay, jetzt ist er aber weg. Dankeschön. Alter, da kommt was. Nein, läuft. Hier bin drin. Läuft bei uns. So. Jetzt sagen, bevor die Tilgung beginnt. Gut, noch hier gibt es kein Fenster. Zu wissen. Gut. Jetzt sagen, bevor die Tipps. So, dann kommt mein Schussreichweite. So. Dann gib ihm. So. Läuft. Okay. Devastoren, Zeit zum Ausschwärmen. Feuerposition darin einrichten. Jetzt Saat zum Angriff. Seid wachsam. So. Vielleicht machen wir vorrücken.
ist Avitus. Hier entlang. Konzentriert das Feuer. So, ne? So. Ja, schöne neue Dinge. So gefällt uns das. Verloren, das ist nochmal was. Diesmal nehmen wir rechts das ein. Hier ist Avitus. Feuerposition darin einrichten. Feindbewegungen voraus. Läuft das Ganze hier. Jetzt hat gib ihm. Kein Problem. Aufgespießt. So. Ich traue diesem Pass nicht. Rüstung von Wanda. Kommandant, Sie befinden sich in der Nähe eines wichtigen Kommunikationsfeldes. Die Eroberung dieses Feldes würde uns auf dem Planeten eine bessere Stellung verschaffen, Kommandant. Dieses Feld wird gut verteidigt. Die Eroberung wird nicht einfach werden. Boom. Nein. Ihn. Rechtschaffene Weisheit. Wir haben es überlebt. Boah, die Tarantel, ey.
So. Danke. Kommunikationsfelder. Es sind alle Relikte, die Signale über den ganzen Kontinent senden können. Die Erhöhung eines Kommandos bietet ihnen mehrere Vorteile, die ihnen bei Kabane helfen. Zum Sichern des Feldes müssen sie einen Trupp aus den Alarmfeldern rechts. Oh, Yogi. Nur währenddessen rückt ihr mal vor und schaut da, was da abgeht. Bäm. Direkt in die Fresse bekommen. In unseren Händen. Feldgeneratoren jetzt im Einsatz, Kommandant. Weitere Generatoren werden bis zu ihrem nächsten Einsatz nicht verfügbar sein. Naja, altes Lied kennen wir schon. Ah, die Doc. Ja, ist tot auf dem freien Feld. Ciao. So, wir müssen vorne. Geht dort in Deckung. Reden Sie weiter. So. So. So, da können wir uns auf jeden Fall hier hingeben. Haltet euch schnell weiter, so. Leises Vorrücken. Genau. Die nehme ich schon. Boom. So. Läuft. Unsere Waffen sind bereit, Brüder. Wir gehen. Wir sind die Augen, liefere Beschuss. Boom. So. Am besten holt ihr euch den Pass da oben. Feindliche Trupps. Bleibt wachsam. Die Rekruten Feindbewegungen voraus, Brüder. Bereit machen, Brüder.